So, 1 Million haben wir gemacht im letzten Monat. Huch, ein bisschen zu weit. Beziehungsweise im letzten, ja, Tag, Monat. Es ist ja mal alles ein bisschen komisch hier. Deswegen ist auch ein Upgrade verfügbar für die Handelszentrale. Was können wir da machen? Metallabteilung oder Rohölabteilung. Das ist für die Umschlagplätze. Da könnten wir die Metallabteilung bauen, wenn die nicht auch so elend viel Platz brauchen würde. Dann könnten wir mit Legierungsverkauf weitermachen. Allerdings ist es auch sinnfrei. Wir machen noch hier die Prozessoren fertig. Das ist ja auch schon recht weit fortgeschritten hier. 17.000, da haben wir gleich die Hälfte geschafft. Und dann können wir den Rest an Legierung ja noch liefern und dann alles verkaufen, was nicht nied- und nagelfest ist. Von daher, Geldprobleme AD und die haben wir jetzt schon auch nicht. Jetzt auch schon nicht. Bleiben wir mal im Deutschen. Ja, deswegen ist das hier gleich geritzt, würde ich sagen. Und dann haben wir unseren wunderschönen Weltraumflughafen fertig, der ab und zu mal ein paar Satelliten ins All schickt. Ja, bin ich mal gespannt, wie das so aussieht und was da so passiert. Machen wir mal so, machen wir mal so. Können wir mal schön sehen, welche oder wie viele Computer gerade rübergehen. Geht überhaupt nichts drüber. Wir haben Legierungsmangel in der Unterhaltungselektronikfabrik. Mein Gott, was ist denn heute los? Können aber in der Prozessorfabrik noch produzieren. Da ging gerade ein Computer-Dings rein. Achso, wir haben keine Legierung. Oh. Das ist natürlich nicht so cool. Wertstoffmangel und das schon um 7 Uhr. Haben wir jetzt schon alles abgeholt, was den Müll betrifft irgendwie? Nee, noch lange nicht. Ja, dann karte mal ran, die ganze Scheiße. Ich mache mir mal eben eine Capri-Sonne auf. Kleinen Moment. Zum Wohle. Ist ja jetzt neuerdings ein bisschen lauter. Wenn man den Strohhalm reinsteckt, dann macht es gerne so ein Plöpp-Geräusch. Das hat gar nichts mit meinen Sprachfehlern und meiner bierseligen Stimmung zu tun. So. Hier geht's wieder weiter. Legierung ist angekommen. Hier ist Legierungsmangel noch am Start, aber das kommt wahrscheinlich auch gleich. Ah, ich glaube, wir brauchen mehr Wertstoffsammelwagen, obwohl die kommen eigentlich hinterher. Es ist ja auch gerade erst mal 11 Uhr. Ich will mal gucken, ob die alles hier so abfrühstücken können. Das bringt ja auch nichts, wenn um 11 Uhr schon alles leer ist und dann ist um 15 Uhr auch alles wegproduziert und dann kriegen wir schon wieder keine Legierung nachgeliefert. Mülleimer gibt's gar nicht so viele wie recycelbares Zeug, irgendwie. Obwohl, das hat man ja drüben auch schon mal. In Bad Günzelshausen haben wir ja, glaube ich, 22.000 Wertstoffbehälter, die geleert werden müssten. Und da sind wir auch bei weitem nicht hinterhergekommen. Allein das dann schon bei einer großen Stadt, bei einer Metropole, ist das ja eigentlich schon eine Einkommensquelle. Wenn du einfach nur recycelst und die ganze Legierung oder das Plastik dann verkaufst. So, und da kommen wir auf jeden Fall hinterher. Da verschwinden die grünen Balken. Hier unten sind noch ein paar. Das machen die aber auch gleich wohl. Die liefern hier noch anständig ab. Ach ne, ist die Müllhalde da. Und es gibt trotzdem Wertstoffmangel. Da fährt aber jetzt mal ein Transporter vor. Die haben anscheinend 3 Tonnen drin. Das ist natürlich nicht so viel. Dafür, dass wir so viele Produktionsbänder auch am Laufen haben hier gerade. Aber um Kosten brauchen wir uns eigentlich auch keine Sorgen machen. Ich meine, wir haben einen Verlust von 23.000, 24.000 pro Stunde. Aber wir sind bei 1,5 Millionen, waren gerade noch bei 800.000. Das heißt, wir machen auf jeden Fall einen Gewinn und Reibach mit dem Prozessorverkauf. Und die Computer gehen natürlich weiterhin nach wie vor rüber zum Großprojekt. Wie viel sind es mittlerweile? Haben wir die Hälfte geschafft? Jawohl, 20.000. 20.000. Sehr schön.
Ja, und ansonsten heißt es warten. Abwarten. Ich überlege gerade, ob ich skippen soll, aber das lassen wir einfach mal. Wir gucken uns lieber mal schön in der Stadt um ein bisschen. Und zwar von der hässlichen Seite, von der Industrieseite. Hier, guckt euch das an. Schornsteine über Schornsteine, überall qualmt's raus. Und die dicken Hochhäuser und Industriegebäude ragen über den Horizont. Hightechtelmechtel. MVI ist das neue AIDS. Feuerwachtel. Oh Gott, ich sollte es lassen. Erzgebirge und Co. Maxis von vorne oder von hinten? Also ihr Rührei gerne gebraten. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Ach so, das ist die Straße, die wir vorhin gebaut haben, in der Hoffnung, hier passe vielleicht ein Recyclingwerk hin, aber passt gar nicht. 1,197 Millionen bereinigtes Einkommen. Das ist doch mal sehr schön. Heißt auf jeden Fall, wir machen Fettgewinn. Und 1,4 Millionen durch die Prozessoren. Alter. Alter. Das ist eine Menge. Transaktion des Monats 975.000. Passt irgendwie nicht ganz zusammen. Minus 42.000 bereinigtes Einkommen im letzten Monat der Bergbaugericht. Weil wir natürlich... Was importieren? Kohle importieren. Natürlich. 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 Millionen Plastik und Kohle wird weiterhin importiert. Ich weiß gar nicht, wie viel wir selbst produzieren. Wo steht es denn? Das Recyclingwerk, genau hier. Da, Plastik. Dick null, was? Okay. Okay, okay. Ach, da ist er ein bisschen. Okay, ja. Wir haben leider zu wenig Zeug. Zu wenig Zeug, ja. Passt mal auf. Können wir vielleicht hier ein bisschen was rüber schicken? Nach Krakensachs. Wertstoffsammelwagen. Gehen einfach mal 4 rüber. So. Und jetzt bauen wir aber noch welche, damit wir auch welche hier drüben haben. Ja, da kann auch von mir aus das... Ach so, ach scheiße, das waren die falschen. Ah. Ah, kannst du wieder weg, komm du wieder weg. Die, das sind die richtigen für die Wertstoffsammelwagen, aber da muss hier trotzdem das Gebäude weichen, was wir gerade abgerissen haben. Also 1, 2, ist natürlich gar keine Platzverschwendung. So, kommen die hier hin und dann... Gehen wir auch vielleicht noch rüber nach... Wo sind wir denn? Da, Car Heaven. Obwohl, da gibt es gar nicht so viel zu holen. Ich glaube, in Krankensachs gibt's das meiste. Da können wir dann vielleicht auch noch... ein hinschicken. 6 haben wir da jetzt. So, und ich hoffe, die bringen alle schön Zeug hier hin. Dass wir da anständig Legierung farmen. Oh, da schwärmen sie alle aus. Habt ihr gesehen? Da öffnen sich die Garagen und da sind sogar 2, 3 Transporter drin. Ist das nicht Herz allerliebst? Holt den Müll! Holt ihn euch, Jungs! Und nur die mit dem gelben Grünpunkt. Grünpunkt im gelben Sack. So. Also den blauen Müll, wenn man so möchte. Blau ist nämlich gelber als grün, müsst ihr wissen. Umgekehrt, ne? Scheiße. Grün ist gelber als blau. Ich bin ein Volltrottel. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch, so wie jeder andere auch. Ich bin nicht perfekt. Nicht in allen Sachen, ja. Also optisch sehe ich natürlich schon sehr schön aus. Habt ihr ja gesehen, in den Oculus Rift Folgen. Da kann mich auch eine hässliche, der letzte Beetle-Frisur nicht entstellen. Mit 3 Augen liegt man da einfach vorne. So, und charaktermäßig bin ich ja auch... ich sollte weiter SimCity spielen. Schön sieht's aus. Wie viele Prozessoren haben wir denn schon so geliefert? Und mit Prozessoren meine ich Computer. 24.000, es geht weiter. Und Legierung brauchen wir auch gar nicht mehr so viel. Da ist der Balken fast schon am Ende. 60 Tonnen, was ist das? Da können wir eigentlich die... Zack, die Lieferung mal anmachen hier. Die liefern wir doch mal eben weg. Da brauchen wir doch gleich gar nicht mehr drauf warten.
Meine Nase setzt sich gerade zu. Ich weiß nicht warum. Bam, 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 bam. Was sagt eigentlich der Strom? Sind wir ein bisschen im Überschuss, im Überfluss? Unsere Feuerwehr kommt nicht hinterher. Feuerwehr hinterher? Langsame Feuerwehr? Löschfahrzeuge sind nicht rechtzeitig. Bla. Müssen wir da ein paar Gebäude abreißen hier oder was? Ich verstehe den Wink mit dem Zaunpfahl. Und überlege auch gerade, die Feuerwehr abzugraden, obwohl wir keinen Platz haben. Aber wir haben auch noch nicht mal so einen Brandschutzbeauftragten, ne? Der ist das. Müssen wir einiges für... Ach ne, hier sind so ein bisschen Industriedeko. Die können wir abreißen, auf jeden Fall. So, dann haben wir den. Und der sorgt dann so ein bisschen für Vorsorge, so Prophylaxe-mäßig. Dass nicht alles anfängt zu brennen. Der guckt vorher, hier, da. Ist was zu warm hier? Nein, ist nichts zu warm. Ja, okay, da wird da auch nichts brennen in nächster Zeit. Und dann brennt da auch nichts in nächster Zeit. Ist doch perfekt. Ram, bam, 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 bam. Was ist hier los? Ressourcen erschöpft. Was? Ja, okay. Das ist die Prozessorfabrik. Die braucht Legierung. Das ist ja nichts Neues. Ich überlege gerade, ob ich den Verkauf von Prozessoren einstellen soll. Ich mache das einfach mal. In der Hoffnung, also ich glaube, es werden zu viele Prozessoren verkauft. Ja, und dementsprechend wird die Priorität wird auf die Prozessorherstellung gelegt. Deswegen geht da die ganze Legierung hin. Und weil ja so viele verkauft werden müssen, kommt dann nichts mehr hier an Legierung, glaube ich, und auch spätestens dann hier, wenn hier mal wieder was ankommt, kommt dann hier nichts mehr an, weil alles vorher dafür draufgegangen ist, wenn man versteht, was ich meine. Und wenn nicht, dann Wumpe, wenn ich das gleich wieder reaktivieren, wir brauchen ja eh Geld. Deswegen muss hier früher oder später wieder der eine oder andere Prozess über den Ladentisch gehen. Und da gehen tatsächlich noch welche weg. Die restlichen Lagerbestände hier werden noch verkauft. So. Hier ist Legierung. Hier ist Legierung. Haben wir denn hier noch Legierung? Jawohl. Stimmt ja, wir haben ja zwei Prozessorfabriken. Jetzt ist auch klar, warum wir zu wenig Legierung haben. Checken wir mal, was so die anderen Städte sagen. Da müssten doch eigentlich auch viele jetzt zurückkommen irgendwie. Oder sind die schon zurückgekommen mit den ganzen Wertstoffen? Die Recycling-Trucks. Muss ich dafür in diese Ansicht gehen? Die sind alle zu Hause, oder was? Parken die alle zu Hause? Tatsächlich. Scheiße. Alle Behälter eingesammelt und die Nachbarn haben nichts mit uns am Hut, oder was? Die brauchen nichts. Ja, pass mal auf, dann können wir mindestens eine Leichtmetallwiederverwertungsanlage einfach mal knicken. Und uns ein bisschen Geld sparen hier monatlich. ...28.000, noch 12.000, alles klar, wir sind gleich soweit, wir sind gleich soweit. Aber bis das soweit ist, mache ich eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit mehr als 661.000 bereinigtem Einkommen im letzten Monat. Und ich sage danke fürs Zusehen. Macht's gut, ihr Nasen. Bis dahin, immer schön weiter sagen, wenn es euch gefällt. Ich bin der Duki. Tschüss. Zoom durch die Stadt. Schön. Tschüss.